Man isst Truthahn auf einem gut gebauten Raumschiff, isst man Truthahn. Oh, guck mal, da hängt noch ein kaputtes Medikit. Das ist auch wirklich kaputt. Okay, Sarah, warte mal. Ich nehme kurz ein bisschen Hilfe zu mir. Rind. Und dann habe ich auch noch Truthahn eingesammelt, genau. So, Zurück Sarah. zur Loge, oder? Hast du was für mich? Ja, nimm mal hier den ganzen Kram. Ich habe hier so einen Anzug von denen. Oh, der ist ganz cool. Dann kannst du meinen Navigatoranzug haben. Dann den Rucksack. Den Helm. Was haben wir denn hier so? Was ist das denn? Das sieht ja ultraschäbig aus, ne? Der ist ja ultra hässlich. Okay, den kannst du auch haben. Muskelarmshirt, ne? Mit Ledertasche. Das sieht ganz interessant aus. Ich finde mein Dings aber. Ja, okay, der ist so ein bisschen besser, ne? Aber dann vergiehe ich dieses 5% Chance auf zufällige Forschungsergebnisse. Das ist irgendwie interessant. Aber ich habe noch einen davon, dann kann sie einen haben. Und ich behalte den. So, was haben wir hier noch? Ressourcen. Ja, aber ich bin jetzt nicht mehr überladen. Okay, dann einmal raus. Ja, okay. Und dann einmal umkleiden. Achso, ja, genau. Den müssen wir anziehen. 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 Dann nehmen wir jetzt das. Das behalten wir. Ja, und das ist ganz gut so. Wie sehe ich aus? Irgendwie so ein bisschen wie so ein Mandalorianer. Egal, ist ganz cool. Okidoki, dann können wir jetzt hier wieder weg. Ne, Sarah? Ich habe übrigens an Bord keine Werkbank, ne? Ich habe nur hier dieses die Forschungsstation und die Navigationskarte. Haben wir jetzt eigentlich ein bisschen was, um an der Forschung irgendwie was zu machen? Außenpostenentwicklung, Ausrüstung und Waffen. Aha. Gastronomie. Waffen. Okay, Laufmods, Griff- und Kolbenmods, Optik- und Lasermods. Dann gucken wir uns jetzt mal die Laufmods an. Dafür brauchen wir Eisen, Nickel und Dichtmittel. Eisen, Inventar 32. Okay, gehen wir mal rein. Nickel habe ich nur ein. Und Dichtmittel habe ich 9. Okay. Wurde beendet. Okay. Und jetzt? Habe ich das erkundet. Erforscht. Und kann ich das jetzt auch bauen oder was hier direkt? Nee, ne? Nee, hier nicht. Woanders wahrscheinlich. Dafür brauche ich wahrscheinlich eine Werkbank. Okay, aber das ist ja schon mal einfach nur mal so zum Testen gewesen. Nickel scheint mal ein bisschen seltener zu sein. Okay, ich würde jetzt aber gerne das andere abschließen. Ich habe hier jetzt irgendwie zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Sondern stocken wir mal erstmal ab hier. Abdockvorgang eingeleitet. Okay, erstmal weg hier so ein bisschen. So, und zwar, welche Mission ist jetzt hier ausgewählt? Diese. Okay. Kehre zu Hurst zurück. Ist das die? Mars. Ja, genau. Das ist, glaube ich, richtig. Der war doch, der Hurst-Typ war doch auf dem Mars, oder? Ich glaube ja. Da reisen wir jetzt mal hin. Kann ja nicht immer sein, dass die falsche Mission angezeigt wird.
Jo. Alles klar. Danke Ihnen. Kehre zu Hörst zurück. Zack. Eine Schiffsrakete kann ein Ziel erst bei hundertprozentiger Aufschaltung verfolgen. Aha, okay. Ansonsten schießt man einfach nur mit den Raketen. Das kann man Obwohl natürlich ich auch. ein Jahr auf dem Mars gelebt habe, konnte ich mich nie an die staubige Luft gewöhnen. Ach, zum Glück habe ich meinen Anzug angehabt, ey, sonst würde es jetzt hier wieder piepen, ey. So, dann mal rein in die gute Stube hier. Zidonia, die gute Stube auf dem Mars. Mahlzeit. Auf P1 gibt es ein Gemeindezentrum, um Menschen zu treffen. So, bei dir können wir Sachen verkaufen noch, ne? Ah, warte mal kurz. Ja. Nee, raus aus der Tasche. Gib mal jetzt her den ganzen Kram. So, die hat einen Anzug gehabt. Nee, warte mal. Nee, das ist ja mein Inventar. Ich muss auf Server zugreifen. So, die hat die Anzüge gehabt. Die Waffen. Ja, gib mal alle her. Das ist ihre. Ja, die ganzen Ressourcen kannst du mir auch geben. Ja. Hä, was hast du denn Hast du jetzt was gemacht? Nützliches? Habe ich ihr jetzt alles gegeben? Ja, ach so, ich habe ihr alles genommen. Warte mal, du kriegst eine Waffe von mir. Und zwar deine modifizierte Solstice kriegst du. So, und dann natürlich noch Munition. Und das ist diese hier, ne? Ne, die, ne? Warte mal. Welche Munition braucht ihre Waffe? 1,5 Kilovolt Laser. Da, der ja, davon kriegst du dann. Den nimmst du alle, ne? So, bitte. So, danke. Bis dann. Jo. Hey, was ist was Mahlzeit. Bestimmtes? Ja, gib mal hier Cool, handeln. das machen wir hier. Ah, geil. So, verkaufen. Verkaufen. Nix kaufen. So, dann verkaufen wir mal unseren Kram hier. So, die brauchen wir nicht. Das ist unser Cutter. Die habe ich viermal. Brauchen wir nicht. Achtmal, ja klar, kannst du alle haben. Hier wollen wir nicht. Hier wollen wir nicht mehr. Der ist bei Aliens. Ja, egal. Das ist das gleiche Ding, ne? Kammerjäger. Der heißt sogar genauso wie bei Fallout 76. Der Coachman Kammerjäger. Aber nicht Coachman. Ich glaube, Coachman ist ein anderer. Heißt anders. Aber Kammerjäger. Ist auch weg. So. Anzüge. Weg, weg. Rucksäcke. Weg. Weg, weg. Der auch. Ja. Ja. Das belassen wir. Ah, nee, eins kann ich verkaufen, genau. Dann vielleicht bei den Ressourcen ein bisschen was verkaufen. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wo wir die ablagern können. Ja, doch, bei uns, ne? In der Constellation da, in der Loge. Ja, ich weiß nicht, ne? Das ist noch ein bisschen viel, was ich habe. Aber Waffen sind alle die, ja genau, die habe ich auch alle auf.
Favorit. Munition habe ich viel auch. Was verkauft man denn da am besten? Oder ich gebe ihr erstmal die Ressourcen. Jo, alles Gute. Genau, nimm du mal die Ressourcen. Ich nehme dir gerne etwas lang. Super. Dann einmal bitte die ganzen Ressourcen. Nein, Ressourcen. Ich habe aus Versehen Q gedrückt. Genau, nimm mal alles, was viel ist. Ah, siehst du, da geht das auch runter hier. Boah, Dichtmittel. Ja, das reicht jetzt erstmal. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, ein anderes Mal. So, ach nee, das ist hier draußen. Genau, hier um die Ecke. Ab zu Hörst. Im Grunde kontrollieren die Miner die unteren Ebenen. Mahlzeit. Ich gehe mal kurz zum Hörst. Hallo, Hörst. Ich freue mich sehr, dass du unser Glück. Schön, dich zu sehen. Ich möchte endlich einen Schlussstrich ziehen. Ich bin wieder da. Jetzt reden wir über deine Seite der Abmachung. Hast du mein kleines Problem beseitigt? Jupp. Ich habe das Schiff zerstört, worum es auch immer geht. Dein Geheimnis ist sicher. Gut, dann überlasse ich dir, wie versprochen, Mr. Brennans Lieferung. Als Bonus gewähre ich ihm sogar Steueraufschub. Oh. Du hast mir wirklich aus der Zwickmühle geholfen. Versteh mich nicht falsch. Aber ich hoffe, ich brauche die Art von Hilfe nie wieder. Jo. Alles klar, Mann. Der Gouverneur... ja, der Gouverneur ist jetzt nur noch ein Gouverneur, ne? So, dann wollen wir mal zurück ins Büro. Mahlzeit, Chef! Erstaunlich, wie gut das Mining-Geschäft unter meiner Führung läuft. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Probleme hatten. Ja. Paket, hast du es schon? Ja. Bitte. Ah, ja. Das nehme ich. Okay. Jetzt, habe ich bestimmt dringende Nachrichten, um die du dich kümmern musst, während ich andere wichtige Angelegenheiten erledige. Du brauchst okay. Mein Passwort. Und du musst meinen Stil und mein Sprachmuster imitieren, wenn du jemandem antwortest, damit es einheitlich bleibt. Was mit deinem letzten Assistenten passiert? Ich weiß es nicht. Ich dachte zunächst, dass ich mehrere hätte, die sich immer abwechseln, aber... Offenbar hatte ich immer nur einen und die verschwinden alle irgendwann. Ich glaube, mein letzter Assistent sollte mir Kaffee holen und ist nie zurückgekommen. Ich habe ehrlich gesagt nie zugehört, als sie rumgejammert haben. Ja, okay. Alles klar. Dann ab an die Arbeit. Kann man sich hinsetzen und arbeiten? Wahrscheinlich nicht. So, was haben wir denn hier? Ein paar Anfragen. Urlaubsregelungen, Ersatz für Mining-Ausrüstung, Getränkeauswahl, verspätete Antworten. Einige von uns, ich eingeschlossen, schuften hier fast schon 15 Jahre. Trotzdem bekommen wir nur 10 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Ich bin für diesen Job zwar dankbar, aber habe jedoch vor ein paar Freunden zu Hause gehört, dass sie 15 Tage Urlaub bekommen, sobald sie 10 Jahre im Dienst sind. Könnten wir das vielleicht auch so machen? Ja, klar. Unsere derzeitige Mining-Ausrüstung befindet sich in einem beklagenswerten und ineffizienten Zustand. Sie ist älter als die meisten Arbeiter. Die Geräte gehen kaputt oder blockieren und die Reparatur ist zeitaufwendig. Unter den aktuellen Umständen können wir die Quoten nur gerade so erfüllen. Um 75% steigern. Ja, genehmigt. Ach, das war's. Yeah. Getränkeauswahl. Es wäre schön, wenn die Firma uns im Pausenbereich ein paar unterschiedliche Getränke anbieten könnte. Vielen Dank. Alles klar. Verspätete Antworten. Die anderen Manager meinen, dass du verspätet auf deine Nachrichten antwortest. Ich schreibe dir in dieser Hoffnung, dass du oder den Assistent, falls wir mal einen anstellen, sich darum kümmern. Alles klar, genehmigt. Okay, Desktop anzeigen. Was ist denn hier noch? Habe ich doch alle genehmigt. Dann Nachrichten. Bitte um Treffen. Ich würde gerne demnächst ein Treffen arrangieren, um eine mögliche Partnerschaft zu besprechen. Der will Mars.
Der will Eisen auf Erz vom Mars kaufen, okay. Peter, deiner psychischen Beurteilung sind ein paar interessante Sachen herausgekommen. Es wäre gut, wenn wir uns mal unterhalten könnten, damit ich sicher gehen kann, dass du die Fragen richtig verstanden hast. Okay. Das war's, ne? Level 6. Sarah, ich bin aufgestiegen. Was sagst du dazu? Sarah. Also so, gut. Peter. Ich bin beschäftigt. Jede Menge operativ. Oh, bist du fertig? Ja. Mining macht sicher richtig Spaß. Schönen Tag noch. Alles klar. So, jetzt kriegen die hier neue Getränke. Die haben mehr Urlaub und neue Ausrüstung, ne? Bürger. Ja, so, dann müssen wir jetzt mal hier runter. Hier vorne war doch irgendwo ein Fahrstuhl, oder? P2. Auf P1 kann man sich gut unterhalten. Da kann man sich mit den Leuten treffen. Mahlzeit. Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank das zu überlassen. Schon gesehen. Gute Arbeit. Wusste ich doch, dass es klappt, wenn ich jemanden einschleuse. Jawohl. Die Bestellung für die Ausrüstung ist schon raus. Ja. Ich würde dich bitten, sie für mich abzuholen, aber es ist ja, genau. Problem. War klar. Jungs, Hank Ferraro wollte das übernehmen. Ferraro. Er hat gesagt, er wäre bei seinem Job hier besser aufgehoben. Aber er bestand darauf und war weg, bevor ich ihn aufhalten konnte. Aber es sollte nicht so lange dauern. Ein kurzer Trip nach Gagarin und zurück. Ich mache mir Sorgen und könnte Hilfe gebrauchen. Okay, machen wir. Kein Problem. Danke. Das ist übrigens kann ich einen Teil vom Budget als Belohnung für deine Hilfe abzwacken. Geil. Ich habe aber schon 3000 Credits wir bekommen. Wir haben im Moment kaum Informationen. Ich würde bei der Schiffswerft von Cydonia anfangen. Drüben im Raumhafen. Dort hat man Hank wohl zum letzten Mal gesehen. Mehr habe ich nicht. Andernfalls müsstest du seine Schritte von Gagarin aus zurückverfolgen. Gagarin. Gagarin. Sprich mit dem Schiffs... mit der Schiffswartung. Alles klar. Ich bin aufgestiegen. Wir haben einen Skillpunkt. Schrotflinten sind ganz cool. Was haben wir denn hier noch? Forschung. Erhöht Kraftsprungreichweite. Du gewinnst mehr häufige und seltene organische Ressourcen aus Oberflächenobjekten. Medizin. Forschungsmethoden. Aha, das ist so für Schiff hier. Was haben wir denn hier noch? Gesamtkapazität. Ja, das könnten wir. Kann man das nochmal erhöhen? Jawohl. So, ein bisschen mehr tragen. Ja. Dann wieder nach oben. Server, komm. Du bist immer so langsam. Gerade wenn wir hier angekommen sind. Kommt sie. So. Müssen wir hier raus, ne? Habe ich meinen Anzug noch an? Ja. Okay. Mahlzeit. So, dann nehmen wir wieder Platz in unserem schönen Raumschiff Frontier. Also ich würde mir gerne noch ein neues kaufen. Wobei man ja eigentlich nicht so viel mit dem Schiff unterwegs ist. Es ist ja echt nur so ein Objekt, um zu reisen. Da ist der gute Mann. Mahlzeit. Mein Schiff muss repariert werden. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Zeig mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Ich suche nach Informationen über Hank Ferraro. Mal sehen. Hank. Nein, dein Name fehlt hier. Ja, kannst du dich mal da auf dein Brett gucken? Henry Ferraro. Hank muss wohl sein Spitzname sein. Ja, er war hier. Holte sich sein Schiff und flog los. Übrigens, okay. Allem Anschein nach ist er schon wieder auf dem Mars. Beim Landeanflug zum Raumhafen änderte er aber den Kurs und setzte dann weit vor der Stadt auf. Okay. Danke. Ich werde mit dieser Info zu Trevor zurückkehren und der Sache auf den Grund gehen. Ja, irgendwie.
Irgendwas stimmt da nicht. Es wäre wohl wirklich am besten, die Sache mit deinem Boss zu klären. Ist vielleicht alles mal mit? Dann viel Glück. Alles klar. Schönen Tag noch. Jo, danke. Du redest so langsam. Ich habe das mal unterbrochen, ne, Sarah? Dein Gesicht ist so schön beleuchtet.